Partizipationsmöglichkeit für junge Menschen in Sachsen-Anhalt. Also klickt euch mal unbedingt rein. Es gibt aber natürlich andere Methoden, auch wie ihr partizipieren könnt. Zum Beispiel beim Debattierclub Magdeburg. Dort treffen sich allwöchentlich motivierte Studenten, um über aktuelle Themen zu diskutieren und die Pro- und Kontra-Meinungen auszutauschen. Wir waren bei einer spannenden Debatte dabei, bei der es darum ging, ob die Folter für Ermittlungszwecke legalisiert werden soll. Wir haben den Mut zu sagen, im entscheidenden Moment möchten wir gerne alle uns möglichen Maßnahmen treffen, damit dann im Rahmen einer Folter die Informationen erlangt werden können. Stellt euch doch mal vor, ihr werdet von irgendjemandem gefoltert, der das zu Zwecken der Kunst macht oder warum, der sehr kreativ ist und damit sogar dem Antrag entsprechen würde. Ich glaube, das können wir nicht wollen. Wir treffen uns einmal in der Woche, um es wöchentlich halt rhetorisch und argumentativ zu messen, um halt einfach zu versuchen, unseren rhetorischen Stil zu verbessern. Einerseits auf dieser optischen Ebene, wenn man halt eine schöne Gestik macht oder so, aber halt auch vor allem auf dieser intellektuellen Ebene, auf dieser argumentativen Ebene, dann versuchen wir ganz zu überzeugen und dass dieses Rüstzeug hat. Was denn zum Beispiel mit dem Polizist, der sich entscheiden muss, oh mein Gott, dass dieser Geiselnehmer. Und das Kind, wie es schon mal passiert ist, sitzt in einem Raum. Der Raum hat irgendwie nur ein gewisses Maß an Sauerstoff und wir müssen eine Entscheidung fällen. Und was machen wir denn da? Foltern wir oder lassen wir das Kind sterben, weil wir irgendwie Angst haben, da zu handeln an dieser Stelle? Und da sagen wir ganz klar, natürlich, da foltern wir, um dieses Kind zu retten. Sowas, so eine Anwendung von Gewalt darf nur nach richterlichem Beschluss, aber nachdem alle Seiten gehört wurden. Denn das ist was, worauf wir stolz sind in unserer Gesellschaft, dass bei sowas alle Seiten gehört werden dürfen. Und das ist hier nicht der Fall, Leo. Aber auch bei einer Hausdurchsuchung werden ja meine Grundrechte verletzt. Und ja. Ich kann mich nicht gegen diese Hausdurchsuchung wehren und durchsetzen, dass mein Haus nicht durchsucht wird. Genau. Und gerade möchtest du Hausdurchsuchung mit Folter gleichsetzen? Ja. Das, was du willst. Hier sagen wir, müssen wir einfach ein anderes Maß... Hier müssen wir... Nee, es geht immer noch um Maß halten. Und wir sagen, das Maß ist überschritten, wenn Menschen gefoltert werden. Das Maß ist überschritten, David. Wenn Menschen... Im Bundestag manchmal, also mir manchmal Debatten anschaue im Bundestag, denke ich... Och Leute, was macht ihr denn da? Also man möchte mal manchmal, also wenn man auch als Juror arbeitet, will man da manchmal ein Feedback geben und sagt, mach nicht immer hier diese gleiche Handbewegung, fall nicht immer in diese Tonlage, mach ein wenig lebendiger, ein bisschen mehr Pathos rein. Es ist nämlich so, dass Folter sehr krasse Schäden bringt. Und zwar irreversible psychische Schäden. Einerseits für die Schuld, die wirklich ein Verbrechen begangen haben, für solche Schuldigen, aber auch eben für Unschuldige. Jeder Mensch, wurde hier bei der Opposition gesagt, ist wertvoll an sich. Aber wenn jeder Mensch wertvoll an sich ist und ich in der entscheidenden Situation nicht interveniere, dann sage ich doch, wer wertvoller ist. Dann sage ich doch, der Attentäter ist wertvoller als all die Menschen, die sterben im Zweifelfall. Der Konflikt ist der Vater aller Dinge. Denn nur durch Streit, indem man halt wirklich Pro und Contra, also verschiedene Seiten hört, verschiedene Positionen anhört, kann man eigentlich erstmal überlegen, was für einen selbst der richtige Weg ist. Diese Regierung möchte hier systematisch die Prinzipien unseres Rechtsstaates untergraben. Und wir können als Opposition nur sagen, wir sind sehr stolz, auf der anderen Seite sitzen zu dürfen. Und